Hallo liebe TSG-Fans, ich bin Theodidis, ich bin der neue Cheftrainer der TSG Frauen und freut mich hier zu sein und hoffe, dass wir uns sehr schnell wieder sehen. Jede Erfahrung, die man macht und auch in verschiedenen Bereichen, deswegen auch der Schritt zum Männer-Profifußball auch bewusst gemacht, damit man auch von der Seite auch den Fußball kennenlernt und auch neue Impulse und neue Ideen dann auch mitnimmt. Als auch dann auch die Erfahrung beim SV Meppen über 4 Jahren, sowohl mit der U17 als auch mit der ersten Frauen, mit sportlichen Erfolgen, aber dann auch mit Misserfolgen, also all dies bildet einen Charakter, eine Philosophie, eine Idee, wie man Fußball spielen will, aber dann auch abseits des Platzes, wie man mit Sachen umgeht. Deswegen fühle ich mich auch bestärkt, dann für eine Aufgabe wie bei der TSG in der ersten Frauenbundesliga wieder als Cheftrainer aktiv zu sein. Mein Wunsch wäre, so schnell wie möglich natürlich alle Menschen hier sehr gut kennenzulernen und dann auch unsere Spielerinnen und unserem Staff dann auch schnell ein Gefühl zu geben, dass sie sich wohlfühlen und wichtig fühlen in dem, was die machen, damit wir am Ende alle sozusagen aufblühen und mit einem Plan, den wir immer wieder erstellen werden, dann auch die schönste Sache der Welt dann auch genießen können, nämlich den Fußball. Und das ist mein Wunsch, dass ich so schnell wie möglich solche Impulse dann auch hier den Menschen dann übertragen kann, weil das erfüllt mich und ich glaube, dadurch hätten wir aber auch unsere Ziele, sportliche Ziele, dann auch deutlich näher gekommen.